Kurz aus dem Gallereimer aus. Augenblick, ich... Aber komplett auf, ne? Ich will in das Haus da rein, los. Ja, wir müssen auf Alf warten, bis er aussteigt. Hi. Na, ja, bin ich mal gespannt. So, und jetzt müssen wir warten. Hä? Aha. Okay. Das habe ich, glaube mit Erik schon mal gemacht. So, da hast du noch viel Magazin. Ja. Ja, ihr wisst schon, dass in 4 Minuten der Server restartet. Das ist schlecht. Das ist nicht schön, aber ist wenigstens was für die Aufnahme. Komm schon, hau auf. Ja, ja, ich lag gerade nach. Kann dir helfen, wie viel, wie viel sind denn das? Ich glaube, das ist jetzt die letzte, oder? Nee. So, ich glaube, das ist jetzt die letzte. Oh. Der Eingang. Ich schieße bitte. Tatsächlich. Wow. Ich bin daheim. Jetzt oh, guck mal da! Wie kriegen wir hier einen Hubschrauber rein? Hier ist deine Kuh! Geil, ne? Ne Kuh! Ich geh hier nie wieder raus! Ne Kuh! Auf weg, Alf! Die Kuh, mach wo! Hallo Kuh! Oh, das ist ja nicht mehr normal. Egal, sie ist stationär. Egal, ich hab eine Kuh! Ja, Leute, das ist für mich natürlich auch was ganz Neues. Das ist leider... Oh, was ist das hier? Ach, die spawnt auch was, ne? Die, guck mal, die haben die Hangar einen hochgesetzt. Ja, das Standard. Hä, aber guck mal, da kannst du durchgucken. Wenn du raus müsst, dann nicht. Dann schließt es bin ich ab. Ja, aber hier ist halt nichts Besonderes drin, ne? Hier hat jemand Zelt drin. Mal und jetzt ist Leute, wir müssen uns gleich mal hier raus aus der Zone bewegen. Sonst nachher sind wir hier drinnen eingeschlossen. Hier ja, ich nicht. Er hat seine Kuh, weißt du? Sag mal, wie komme ich hier eigentlich, wenn ich hier drin bin, wie komme ich hier wieder raus? Du brauchst ganz viele MK Mod Max und musst hier drauf schießen, hier. Alpha ist hier immer Nüchtern von den, Zelten. Keine Ahnung. Ach, du meinst die ganzen Zelte weg? Normalerweise, alle... Ich weiß nicht, was wir genau eingestellt haben. Ich muss mit dem Max nochmal sprechen. Ich will da jetzt nichts Verkehrtes sagen. Ich hatte gesagt, eigentlich alle 4 Wochen und dann meinte der Max, das ist ein bisschen lang. Und da habe ich gesagt, ja, dann mach doch ruhig 2 Wochen daraus. Aber ob er das schon gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich noch 4 Wochen, korrekt? Könnte sein, ja. Gut, alles klar. So, ich brauche jetzt Munition und eine MK-Mod, ganz viel. Und die Helis starten relativ schnell wieder neu alle, ne? 2 Minuten noch. Ich meine, wir können nicht auch gleich mit reinkommen. Okay. Aber du kommst wirklich nur von hier raus. Das heißt, du brauchst einen Heli, ne? Bei der anderen, da ist so ein Sandsack vor. Ach, das ist so das Problem. Du musst jetzt da landen, wo wir gleich einen Heli haben. Aber du hast nur noch 1 Minute, also... Land hier. Nein, das bringt ja nichts. Dann haben wir gleich keine Fahrzeuge. Du musst schon versuchen, jetzt bis zu den Brücken zu kommen. Nee. Ja, die kenne ich, ja. Ich brauche unbedingt ein SUV für mich, weil ich muss da MK-Mod, einen Haufen Munition rein. Und ich brauche noch ein paar Zelte, einen Haufen Essen und Trinken. Oh nein! Ah, oh, Endfighter, das kannst du mir nicht antun. Flieg vernünftig. Ja. Aber wir gehen ja eh nicht drauf.
weiter. Ja, das muss er noch üben. Ah, es ist aber. Aber Hauptsache schnell fliegen kann ich, ne? Ich bin schneller als er. Ich habe ihn überholt. Ja, es kommt ja immer nicht auf die Schnelligkeit an, oder? Ja, scheinbar schon. Bei Landen kannst du nicht gut. Wie man mit Medium umgeht. So, jetzt landen muss ich noch ein bisschen üben, aber so in der Luft, so Kurven fliegen und so, das kann ich super so ausweichen. Ich werde gleich den SUV hier vollpacken und einen von euch bei irgendeinem Heli absetzen. Ja, genau, das kannst du machen. Gut. Wie es dann weitergeht nach dem Server-Restart, Leute, macht's erstmal gut und wir sehen uns dann. So, da sind wir wieder. Der Server-Restart ist vollbracht. Inzwischen ist auch noch der Miguel zu uns gestoßen, aber nur im Teamspeak. Der will ja kein Faluscher zocken. Ja, jetzt sind die schon, die waren natürlich schneller wieder auf dem Server und sind schon weggefahren. Haben mich einfach im Stich gelassen. Und vor allen Dingen, sie haben mir nur ein SUV gelassen. Es standen auch noch nur drei da. Sei froh, dass da überhaupt noch einer steht. Mit Admiral werden zwei SUVs in die Luft geflogen und mit dem dritten wieder weggefahren. Da hast du wohl recht, ja. Ja, der war auch schon eine Weile nicht mehr da. Den musste ich jetzt verkürzen, aber das gehört jetzt nicht hierher. Der spielt immer TMP Reloaded in letzter Zeit. Ja. Ja, manches Spiel wäre voll kacke und seitdem spielt er es durchgängig. Ja, das ist doch wieder typisch, oder? So, was mache ich denn jetzt? Ich fahre wieder zu dieser einen Base da erstmal hin. Ihr könnt ja dann mich dort abholen. Ich kann jetzt hier die ganze Zeit warten. Sag mir nochmal schnell. Also ich brauche eine MK-80 Mod im Rucksack und ein Scharfschützengewehr so normal. Arsch viel Munition. Ich werde das wohl. Ach, ich muss unbedingt demnächst den Lehrgang machen mit Max, dass ich hier so ein paar Sachen noch verändere. Wenn ich die Spawnpunkte nicht verändern kann, dann werde ich hier halt noch SUVs hinsetzen. Nein, der bietet die nicht an. Der will mir das halt zeigen, wie ich die Map bearbeiten kann und wie ich hier gewisse Sachen da drauf machen kann und. Weißt du, es ist halt so, jemanden zu finden, der sich halt darum kümmert und der auch meine Wünsche, die ich teilweise habe, zu verwirklichen. Das ist auch nicht ganz so einfach. Ich sag mal, derjenige muss natürlich auch Zeit haben. Also ich sage mal, der muss nicht gleich auf der Matte stehen, wenn er das macht. Aber naja gut, der muss halt auch so ein bisschen Interesse daran haben. Vor allen Dingen an Arma 2 und das ganze Modden und so weiter. Mhm. Ja, ich habe schon ein paar Wünsche. Und wenn das Ding richtig laufen würde, also dann könnten wir auch einen Campingplatz machen. Dann könnten wir auch einen Campingplatz machen, ja. Oder wir bauen für Daniel dann so einen Stall, wo ganz viele Kühe immer spawnen. Es können auch andere Tiere sein, es müssen nicht nur Kühe sein, es kann alles Mögliche sein. So, wo seid ihr denn? Ich bin jetzt vorne am Haupteingang. Ich habe aber jetzt keine Lust, die ganze Zeit auf euch zu warten. Am Haupteingang? Bei welcher Base? Naja, bei der anderen. Ihr wolltet mich da abholen. Wir kommen an die andere, kommen wir erstmal. Nur mit dem Hubschrauber. So einfach ist das ja nicht. Warte, ich verlade noch kurz den Raketenwerfer mit 3 Schuss Munition. Also in den Shop kommst du aber auch wirklich nur mit einem Heli, weil da musst du reinfliegen, weil der Haupteingang wurde noch mit so Sandsäcke zugemacht, weißt du? Mhm. Hab ich schon gesehen, eben gerade hast du ja ein bisschen aufgeschossen. Jetzt kann ich den Raketenwerfer nicht mitnehmen. Close Back, Open Back. Okay, eine Rakete bleibt hier. Ja, mit dem Raketenwerfer kann ich mich da auf jeden Fall durchballern, oder? Da reicht wahrscheinlich schon ein Schuss. Würde ich gerade nicht so sagen, ne? Die Steinteile halten schon was aus. Ja, aber so wie du mir wir haben ja 2 Stunden Zeit, um das auszuprobieren, Leute. Jetzt macht das mal nicht die Welt verrückt hier. Hauptsache, ihr holt mich erstmal ab. Ich kann da auch noch ein bisschen was helfen. Ja, ich glaube, ich komme. Wir brauchen ja Zelte. Wir brauchen ja auch mindestens 1 oder 2 Zelte. Warum denn Zelte? Ja, das war Hunger und verdurstig da auf Dauer. Damit wir in diese Base auch ein Zelt reinbauen können. Ich komme jetzt. Aber wäre das dann nicht klug, ohne Aufnahme zu machen, damit... Ne? Warum? Es kommt doch keiner da rein. Sollen sie doch versuchen und ist doch egal. Ja, ist ja nur Essen und so, ne? Ja, eben. Ja, das zum Rausballern, das Zeug werde ich mir sowieso ins Main Inventar packen.
Das wäre auch klug, ne? Alles im Rucksack so. Wo bleibt ihr denn? Ich komme 1000 Meter noch. Ey, Alpha, aber dass er in der einen Kiste 20 Satchel Charge spawnt, ist ein bisschen extrem. Naja. Hast du die jetzt alle mitgenommen oder was? Nee, ich alle. 8 Stück. Mit 20 Stück mal in den Server hier platt. Ja, wenn sie alle gleichzeitig, dann wird er bestimmt in die Knie gehen. Ah, da bist du ja. Ey, du musst ein Stückchen weiter fliegen. Ich bin bei der, bei dieser Base da, wo du eben drinne warst. Oder wo wir eben drinne waren, habe ich dir doch gesagt. Okay. Oh, Daniel. Daniel, höher. Oh mein Gott. Seid ihr beide da drin? Hier, ich stehe hier. Vorne. Nee, ich fahre beim Castle. Bei der Heli, der beim Castle steht für normalerweise, der steht etwas woanders und ist schon fast komplett rot. Oh, bin hier drauf gelandet. Ja, jetzt ist er kaputt. Jetzt brauche ich deinen Hubschrauber. Ich werde mit ihm sliden. Sliden! Oder ein. Okay, dann oh, wow, wow, was war das denn? Ey, Daniel, also weißt du, mit dir fliege ich da auch nicht mehr. Also ich habe das, gut, dass ich das aufgenommen habe, das kannst du dir dann gerne mal angucken. Also was du da jetzt gemacht hast. Das sah cool aus, fand ich. Ja, und der ganze Hubschrauber, alles was du da drin hattest, weg. Ja, es war nicht so viel. Also ich habe ja nur 8 Zettelcharts bisher reingepackt. So. So, und jetzt? Jetzt müssen wir auf ihn warten, oder was? Ja. Richtig. Kommst du? Ja, ich bin gerade beim Airfield und versuche meinen Heli zu organisieren. Komm her, dann fahren wir erstmal ein Stückchen hier rüber. Ich hab noch was mit. Open Back. Nee. Gut. Dachte eben schon. Ja, gut. Haben wir jetzt Glück gehabt, dass. Also, wenn Raketen hochgehen könnten, wäre das hier alles in die Luft geflogen. Mein Gott. Ich hab das. Also, du kamst ein bisschen vor, als wenn du jetzt einen gesoffen hättest. Nein, ich. Mich ein bisschen verdreht. Bin zu schnell runtergegangen. Hast du noch Antibiotika? Ja, warum bist du am... Ja, ich bin am Husten. Na sowas. Bin da fast ohne Schaden raus. Aber du hast gerade ins Auto gepackt, oder? Hm? Du hast keine Antibiotika ins Auto gepackt. Nein. Na gut, ich bräuchte noch mal ein Antibiotika. Ja. Ach so, kann er ja mitbringen da. Ja, eigentlich wollte ich Dings daneben, ein Chinook. Ein Chinook habe ich doch gar nicht hier drauf, oder? Richtig? Ich schau mal. Was hast du denn hier an Helikoptern alles drauf? Eigentlich habe ich nur die Dings drauf. Ich meine, ich hätte noch mal irgendwann mit den Gedanken gespielt, eine Mi noch drauf zu machen. Aber das habe ich auch noch nicht gemacht. Oh, er hat geschossen von der DMR. Was? Wo bist denn du? Airfield. Warum bist denn du beim Airfield? Guck mal, weil Castle der Heli kaputt war. Guck mal, wie viele Spieler drauf sind. Da wunderst du dich, dass du geschossen bist am Airfield? Das Hugo, Bigola, ja. Joker und der DRNC. Das sind alles so irgendwelche komischen. Ich will nicht komisch sagen, aber die sind alle bestimmt nicht dazu geeignet, dass man irgendwas in die Luft sprengt oder sich einmauert. Jetzt sind hier wieder Spieler drauf, ey. Ich dachte, der Server wäre jetzt tot und ich kann mich einmauern. Da hast du aber falsch gedacht. Da hast du jetzt falsch gedacht. Da muss ich ihm jetzt leider recht geben. Da bin ich ja fast schon wieder am Überlegen, ob ich mir ein Scharfschützengewehr schnappe. Aber nein, ich mache mich jetzt ein. Hast du jetzt echt vor? Warte mal. Ich muss das von oben sehen. Ich meine, hier auf so einer Insel hier irgendwo. Da wäre die Base. Aber es kann natürlich sein, dass mir der Todo, der mir ja schon so vieles an diesem Surfer gemacht hat, dass er mir die schon rausgeradiert hat. Das kann natürlich sein. Wir müssen hier hinten das ganze Ecke mal ab. Fliegen. Aber lass es lieber mit separaten Hubschraubern machen. Ja. Ich hier. Viel schneller, wenn du suchst. Ja.
Ich fahre jetzt mal hier hinten rum, dann holen wir uns irgendwo ein. Ich bin jetzt an dieser Base, oder was das da ist, ne? An welcher? Du bist da, oder was? Ja, ich bin da. Ja, dann flieg mal ein bisschen gerade weiter. Dann nimmst du uns mal mit. Wir sind, ja, wenn wir dich hören, dann sagen wir dir Bescheid. Dann lassen wir das Auto hier stehen. Richtung Spawn, oder wo? Richtung Wasser erstmal. Antibiotika ins Auto. Ja. Ich will nochmal ganz kurz nehmen. Die, fahrt ihr, ich weiß jetzt nicht ganz genau wohin, in welche Richtung ihr gefahren seid, ne? Das ist mein Problem. Ja, Richtung Osten. Nein, Richtung Westen, Entschuldigung. Da, wo die Sonne untergeht. Kommt gar nichts. Wisst ihr nicht, wo die Sonne untergeht? Ja, es ist auch... Ja, so halb Richtung Spawn, aber noch weiter Richtung Westen halt. Er hat, Daniel, seine Beschreibung war eigentlich schon ganz gut, aber du musst noch ein bisschen höher. Flieg mal, ja, ich seh dich. Hier, warte, ich geb dir... Oh, jetzt sind aber immer mehr kommen. Ja, Mann, du kannst denn jetzt nicht spielen. Oh, was machst du denn? Mach doch den Heli nicht kaputt! Er geht da runter. Was macht denn der da? Ahnung, anscheinend ist er auch abgeschmiert. Ja. Boom. Ach mein Gott. Bei mir gab's gerade mega Leck. Ah. Ja, ne? Also, Daniel, gutes Personal zu kriegen, ne? Schön, also nur ein Hubschrauber. Leute. Fahr. So. Ja, ich suche uns jetzt erstmal einen neuen Hubschrauber. Ja, genau. Fahrt ihr mich abholen oder fahrt ihr einfach weiter? Warum, bist du am Leben oder was? Ja, ich lebe noch. Ja, weißt du, wie viel tausend Meter du noch von uns entfernt warst? Wir fahren jetzt erstmal zu Hotel Hilton und holen erstmal einen anderen Hubschrauber. So, und dann fliege ich Alf zu noch einem Hubschrauber und dann fliege ich dich wieder zu noch einem Hubschrauber. Okay. Und dann werden wir mit drei Hubschraubern mal hier hinten das Gelände durchsuchen. Wenn uns nicht ein anderer Spieler... Oho, der war gut. Wenn uns nicht ein anderer Spieler... Ne? Und da hinten ist eh keine Brücke, ne? Ja, dann holen wir dich doch... Nee, das ist viel zu weit. Da hinten ist doch die Staumauer, da kannst du rüberfahren. Ja, die Staumauer, da bin ich aber schnell, wenn ich in die Richtung hier fahre, für ein Auto.